Ja, moin moin zusammen. Ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin heute mal wieder live hier auf meiner kleinen Baustelle für euch. An einem Samstag mit einem neuen, ja, wer hätte das gedacht, Videotagebuch. Ja, Donnerwetter. Jetzt haben wir ja schon einige Wochen hier so als Durststrecke zu verzeichnen gehabt. Ja, was waren es jetzt insgesamt? Waren es echt jetzt, glaube ich, 8 Wochen, 9 Wochen, die wir hier keine ernsthaften Videotagebücher machen durften, because of Baustopp, ja. In der letzten Woche hatte ich euch davon ja schon in Kenntnis gesetzt, in einem kurzen Update, dass ich jetzt meine Baugenehmigung wieder bekommen habe. Ja, also jetzt habe ich quasi diese ganzen Änderungen, das war jetzt ja eine Änderung zur ursprünglichen Baugenehmigung. Das ist alles genehmigt worden, das heißt also alles, was ich hier jetzt noch nachgenehmigen musste, ist auch genehmigt worden. Da fehlt einem schon so ein Stück weit ein Stein vom Herzen, muss man dann schon sagen. Aber ich hatte es ja auch in der letzten Woche schon erwähnt, was jetzt gerade nicht so ganz klar ist, ob ich jetzt auch schon wieder anfangen darf, weil der Baustopp ist eigentlich mit der Baugenehmigung dann aufgehoben. Aber bevor du dann anfangen darfst, und jetzt muss man wissen, alles, was ich ja hier gemacht habe, zum Beispiel das Unterfangen der Schwellen, ist jetzt ja in der Baugenehmigung. Und das bedeutet, ich darf damit erst weitermachen, wenn meine Baubeginnanzeige quasi akzeptiert wurde. Und die hatte ich bereits gestellt, schon vor dem Baustopp hatte ich die beim Baustopp hatte ich ja die Baubeginnanzeige gestellt. Und jetzt ist nicht so ganz klar, ob die auch mit diesem Änderung der Baugenehmigung gilt. So, konnte ich tatsächlich auch immer noch nicht rausfinden. Und deswegen bin ich heute mal noch ein bisschen vorsichtig und mache erstmal so ein bisschen den Kram, der so ein bisschen liegen geblieben ist und so weiter. Ist ja so ein bisschen was zu tun. Aber jetzt hat man natürlich schon ein bisschen mehr Motivation, jetzt hier auch wieder was so ein bisschen einzusteigen. Wir fangen mal an, Wärmepumpe am anderen Haus. Da baue ich jetzt mal diese Verkleidung unten rum erstmal schick. Dann sehe ich zu, mit dem Teleskop da noch mal rüber, ein bisschen alte Buchsbäume rausruppen. Dann will ich mal sehen, hier den Schotter unterm Kran vielleicht ein bisschen, vielleicht auch am Kran auch schon anfangen. Muss ich mal gucken, Wetter ist eigentlich ganz schön heute. Jetzt habe ich lange kein Tagebuch gemacht, muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt noch hinkriege hier. Ja? So, aber wir sehen mal, was der Tag so bringt. Deswegen würde ich sagen, quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wünsche wie immer viel Spaß beim Anschauen. So, falls sich einer fragt, was da für ein Haufen zusammenkommt, wenn du aufräumst. Alter Schwede, ja, den ganzen Anhänger wieder voll. Das werde ich jetzt erstmal hier mit auf den Haufen werfen beim Entsorger. Oh Gott, ich glaube, da habe ich gleich wieder ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Ja, wer sich jetzt übrigens fragt, wo überhaupt dieses ganze Holz herkommt, ich hatte zwischendurch tatsächlich mal aufgeräumt, das ist alles noch von der Giebelwand und so weiter, ja, und dann hatte ich da so ein paar Sachen beim Kran hingelegt und so ein paar Sachen, die lagen unterm Carport und ja, das war halt so schön über die ganze Baustelle verteilt und ja, beim Zusammenräumen stellst du dann fest, hoppala, ne, das ist ja gar nicht nur so ein bisschen, sondern das ist ja glatt ein ganzer Anhänger voll. Ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, wie viele Tonnen das jetzt hier gewesen sind, ja, kann ich ja gleich noch auflösen, auf jeden Fall ist es weniger Tonne, als man meinen sollte. Aber auch hier, was ich hier wirklich immer richtig vermisse, das ist so ein Anhänger mit Abkippfunktion. Hatte ich in der Zwischenzeit, glaube ich, man kann es im Hintergrund nicht erkennen. Da war noch ein anderer Herr, der hatte auch ja, so einen schönen nagelneuen Anhänger mit Kippfunktion. Das ist natürlich geil, ne? Da fährst du dann nur hin. Dann geht das Ding einmal nach oben, die ganze Klamotte fällt da hinten raus und Feierabend. Ne? Und da bist du hier mit Handarbeit, musst du da jedes Teil nochmal einzeln da nach draußen befördern, meine Güte. Ne? Aber das ist halt immer so, was willst du machen? Ne? Ich habe halt nur den einen Anhänger und damit muss das halt gehen. Aber im Endeffekt kurz einmal ein bisschen Schweiß und dann ist das schon wieder schier. Ne? Da ist der Anhänger leer. Geschafft. Hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan hier auf dem Hügel. Alter Schwede. Naja. So, ich bin's los. Mal gucken, wie viele Tonnen das jetzt waren. Wir fahren mal auf die Waage und gucken, was die so sagt. So, wenn du alles abgeladen hast, dann geht's weiter wieder zur Waage. Na, da bin ich auf dem Eingang zum Wertehof, bin ich da drüber gefahren. Das ist das gesamte Gespann gewogen worden. Und ja, jetzt fahre ich natürlich nochmal über die Waage. Und aus der Differenz kannst du jetzt ganz einfach ermitteln, wie viel Holz ich denn hier abgeladen habe. Und ich weiß ja nicht, was ihr jetzt so getippt habt, ja, aber ich kann das Ganze jetzt mal auflösen. Das waren gerade mal knappe 500 Kilogramm. Also das Ganze fühlt sich an, wenn du das immer alle in der Hand hast und wegwirfst, als wären das Tonnen gewesen. Aber letzten Endes ist es bloß eine halbe Tonne. Aber das ist gar nicht so schlecht. Auch das muss man natürlich nach Gewicht bezahlen. Und diese Sorte Holz ist auch sehr, sehr teuer. Da kostet eine Tonne, glaube ich, rund 120, 125 Euro oder so. Und wenn ich schon überlege, wie viele Tonnen an Holz ich da schon hingebracht habe, ja, das werde ich mir zum Ende des Baus auch mal aufrechnen, wie viele Tausende von Euro da insgesamt zusammengekommen sind.
So, und damit kommen wir zum Schauplatz Nummer 2, unserer Wärmepumpe. Ja, die habe ich ja im letzten Jahr hier eingebaut und im Prinzip so stehen lassen, wie sie damals war. Ja, da bin ich irgendwie nicht so wirklich weitergekommen. Und ja, jetzt ist natürlich zum Frühjahr hin, wird es dann auch mal Zeit, das auch mal wieder ein bisschen schick zu machen oder überhaupt erstmal schick zu machen. Ein bisschen Schotter habe ich mitgebracht. Ja, ihr habt es gesehen in so ein paar Eimern. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Kettendamper oder so vor Ort. Ziel ist einfach nur, dass die Streifen, nee, das sind ja nicht Streifen, die Betonstufen, die da stehen, dass die nicht so einzeln da in der Gegend rumstehen. Dann habe ich mir was überlegt, um das Ganze unten zu verkleiden. Also natürlich gibt es von Alpha Innotec da auch eine entsprechend passende Kappe oder Abdeckhaube für diesen unteren Sockelbereich. Aber ich glaube, die sollte irgendwas um 350 Euro oder so kosten. Also die war schweineteuer und das ist einfach nur so ein graues Blech oder was Teil, ne? Was dann da so unten rum ist. Also naja, passt natürlich zum Grau der Wärmepumpe, aber naja, schick ist was anderes, vor allen Dingen halt für 350 Euro, habe ich mir gedacht. Also mache ich das hier. Das hier sind Terrassendielen. Ich glaube Douglasie oder wie man das nennt, ja, irgendwie sowas. Ja, die sind natürlich für den Außenbereich dann ohne Probleme geeignet. Ich habe hier noch so eine alte Parkside-Säge tatsächlich noch gefunden auf meiner Baustelle, die ich mir damals geholt hatte. Und diese Terrassendielen, die haben eine Breite von 14 cm und das passt nämlich ziemlich genau mit diesem Sockel, der mit 28 cm ungefähr da hoch ist. Das heißt, zwei Lagen übereinander und dann hast du diesen Sockel da abgedeckt und man hat immer noch so ein bisschen Luft. Die Wärmepumpe ist ja gedämpft, die steht ja mit so Gummipuffern auf diesem unteren Sockel. Und das bleibt aber trotzdem bestehen, ne? Das heißt, du hast keinen Kontakt dann zu der Pumpe, das wäre ein bisschen doof, ne? Sonst würdest du da ja Vibrationsgeräusche hören. Ja, und im Endeffekt das Holz hier, ich meine, diese Terrassendielen, die sind jetzt auch nicht so ganz billig, aber die Terrassendielen mit den Schrauben, also ich habe da jetzt, glaube ich, Edelstahlschrauben für genommen, plus nochmal so Alu-Kantenteile. Ich schneide das zwar hier auf Gehrung, aber so schön kriegst du das halt auch immer nicht hin. Deswegen habe ich mir dann für die Ecken noch so Alu-Dinger besorgt. Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt 40 Euro bezahlt für alles, ne, für die gesamten Klamotten hier. Und das kannst du machen, ne? Ist aber mal ein bisschen was anderes. Jetzt wollen wir mal gucken, jetzt lassen wir das so in Natur, wie es jetzt ist. Lassen wir es erstmal, dann wird es ja wahrscheinlich ausgrauen. Und dann muss man mal gucken, wie es aussieht, ne? Oder ob man es dann doch nochmal anstreicht oder irgendwas. Naja, so wie jedenfalls dazu. Ein bisschen handwerkliches Geschick mal wieder üben, ist ja auch nicht schlecht. Und ach so, ja, und befestigt habe ich die einfach, habe ich durchgebohrt mit dem Metallbohrer an den Sockel selber und ja, dann einfach reingeschraubt. Ne? Also ist ja also jetzt wirklich kein großer Aufwand. Was ein bisschen schwierig ist, ist die Messerei, weil der Sockel ist so ein ganz klein bisschen schief. Ne? Also das steht nicht so hundertprozentig in Waage, das rechte und das linke Teil vor allen Dingen. Und jetzt ist es dann nicht so einfach. Ne? Wenn das alles gerade wäre, dann wäre es relativ einfach mit dem Messen. So war jetzt jede Ecke so ein bisschen eine Einzelanfertigung. Ne? Das war so ein bisschen schwieriger. Du musst dann ja auch wieder so ein bisschen schief arbeiten, damit eben das Gesamtkonstrukt dann wieder irgendwie gerade aussieht. Ne? Also Fusch am Bau. Ne? Wer es kennt, der wird verstehen, was ich meine. Wenn ich die jetzt gerade jedenfalls aufgeschraubt hätte, die Terrassendelen, dann hättest du gesehen, dass das Oberteil ein bisschen schief ist. Also muss ich die Dinger auch ein bisschen schief machen. Und wer schon mal versucht hat, zwei schiefe Bretter mit einem 45 Grad Winkel ineinander laufen zu lassen, der versteht wahrscheinlich das Problem. Weshalb ich da später auch noch Kappen drüber mache. Das kriegst du nämlich nicht hin. Das ist quasi gar nicht möglich geometrisch. Und ich bin ja auch eher so der Typ von einfachen Lösungen. Und ja, so erschien es mir halt am einfachsten. Auch wenn du natürlich dann, wenn du jetzt ganz nah dran stehst, dann siehst du schon, dass das alles nicht perfekt übereinstimmt. Aber ja, komm, ne, so what? Wobei ich schon gucken muss. Also meine Nichte, die berichtet hier, dass hier wohl relativ häufig Menschen im Wohngebiet rumlaufen. Also wahrscheinlich aus dem Ort. Ja, da hat sich offenbar rumgesprochen. Oh, da an dem und dem Haus, da gibt es jetzt eine Wärmepumpe. Da steht draußen eine Wärmepumpe. Also das ist manchmal ziemlich amüsant, wenn man dann sieht, dass da, ja, dann Leute kommen immer dann die Straße hoch und das hier ist eine Sackgasse, ne, also das ist hier oben ein Wendehammer, das heißt, hier fährst du normalerweise nur rein, wenn du hier auch ein Haus besuchen willst, ne, ist also schon auffällig, wenn hier auf einmal Leute reingehen, weil das hier halt überhaupt gar kein Durchgangsweg ist und dann gehen die immer bis hier oben hin und dann gucken sie, lülülü, und dann schlüren sie wieder zurück, ja, weiß ich auch nicht, scheint für den einen oder anderen dann durchaus ein faszinierendes Gerät zu sein, dass hier so eine Wärmepumpe
Wärmepumpe dann steht. Und die Leute scheinen da durchaus interessiert zu sein, wie das denn aussieht oder ob sie das schon unten an der Straße hören können oder was auch immer. Weil ich bin jetzt mal durchgegangen hier durch unser Wohngebiet. Hier gibt es tatsächlich wirklich nur so, lass es 4 oder 5 Wärmepumpen sein. Der Rest der Häuser wird halt weiterhin oder überhaupt generell hier mit Gasheizungen beheizt. Also es ist tatsächlich noch ein klein bisschen exotisch. Ja, Rindmulch hatte ich auch gleich bestellt. Also wenn hier schon immer Zuschauer kommen, dann muss man es natürlich auch ein bisschen schick machen. Das wurde auch mal dringend wieder Zeit, ja, hier überall, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch woanders hier den Rindenmulch wieder neu zu verteilen. Ich hatte jetzt hier leider keine Schubkarre, aber ich hatte halt ein paar Eimer und habe mir gesagt, ach komm, diese paar Meter hier, das kannst du auch gerade mit den Eimern machen, dann ist diese Seite zumindest schon mal tutti, ja, so, und dann den Rest, da kann man sich dann später drum kümmern. Aber so würde ich mal sagen, sieht das doch an und für sich gar nicht mal so schlecht aus, ne, mit dem Rindenmulch und jetzt diesem Sockel und, ja, wenn das Ganze denn jetzt hält, dann bin ich auch zu Frieden. Und gleichzeitig habe ich so auch eine kleine Lösung dafür. Jetzt kriegst du nämlich die Schrauben nicht mehr los und kannst die Wärmepumpe deswegen auch nicht mehr so einfach wegklauen wie vielleicht vorher. Jetzt sind auf jeden Fall ein paar mehr Arbeitsschritte notwendig und das Ganze glaube ich zwar eh nicht dran, dass sowas geklaut wird, aber falls er in die Richtung einer argumentieren möchte, das ist definitiv jetzt auch ein bisschen schwerer geworden. So, die Baustelle ist fertig soweit und dann geht es mal immer wieder zurück zum Fachwerkhäuschen, würde ich sagen. So, dann geht's weiter. Ich habe mir hier schon meinen Teleskoplader gesattelt. Ja, als ich da oben am Gange war an der Wärmepumpe mit diesen Holzteilen, da haben wir festgestellt, Heidewitzka, ja, die Buchsbäume, die sind aber schon ganz schön im Eimer. Ja, da waren letztes Jahr schon diese Schädlinge drin. Ich weiß gar nicht, was waren das? Zwirbler, irgend so ein Raupenzeug. Ja, die waren da drin und haben schon mehrere kaputt gemacht. Auch im Jahr davor haben wir schon, sind eben schon welche zum Opfer gefallen. Naja, und jetzt die anderen Buchsbäume, die da oben noch übrig sind, die sehen leider auch nicht mehr besser aus. Ja, das heißt, bevor ich da, ich als alter Mann, jetzt mit einer Schippe anfange und die da ausgrabe und so, vergiss es, ja. Teleskoplader einmal hinfahren, die Dinger da rausgerupft, ja, und dann ist das Thema durch. So, und das mache ich jetzt gerade erstmal, ne? Wir ziehen die Dinger da raus, dass wir dann hier gleich erstmal weitermachen können. Ja, zuallererst muss ich natürlich hier die Palettengabel runter und die entsprechend große Schaufel dran. Mein Plan ist da relativ einfach, das heißt, wenn ich dann vor Ort bin, dann nehme ich die Schaufel ab, dann können wir da in Ruhe die ganzen Büsche rausrupfen und können die dann in die Schaufel hineinstellen, und damit ich sie dann idealerweise gleich abtransportieren kann. Ich hatte jetzt auch gar nicht im Kopf, wie viele Buchsbäume das sind, und so von daher muss man mal gucken. Ne? So, jetzt düse ich erstmal querfeldein sozusagen die Abkürzung für Landmaschinen, spare ich mir ein bisschen Straßenkilometer und das Ganze geht dann auch so ein bisschen schneller insgesamt. A few minutes later. Tja, witzig ist auf jeden Fall, wenn du dann mit so einem Teil auf einmal in einem Wohngebiet rumeierst, dann stellst du erstmal fest, wie groß diese Maschine eigentlich ist. Heidewitzka, ja, dann merkst du echt, die Straßen sind schon alle ziemlich schmal. Wenn du mit so einem fetten Teil da durchfährst, das ist schon ziemlich geil. Ja, und dann hier den 4 Liter Turbo, hier, dann gucken die Nachbarn schon mal aus dem Fenster, wenn du da ankommst. So, jetzt geht's dabei, ich sag mal so, der alte Trick wie immer, ein Seil da drum und dann vorsichtig rausgezogen, aber muss ich jetzt auch echt feststellen, meine Fresse an diesen Buchsbäumen, da ist dann aber auch viel Erde dran, ne? Wir haben ja hier überall einen relativ lehmhaltigen Boden und die Buchsbäume hatte ich jetzt eigentlich auch gedacht, das wäre eine easy peasy Geschichte, aber nee, die halten sich ganz schön am Boden fest. Und ja, wir haben uns angeguckt, die Viecher heißen übrigens Zünsler, ne? Ich hatte ja eben was mit Zwirbler oder Schwurbler gesagt, keine Ahnung. Nein, der Zünsler ist das, ne? Das ist ja irgendwie so eine Raupenart. Und hier die Nachbarn sagten auch schon, also bei denen, also das waren jetzt hier so die letzten Buchsbäume, die es hier in der Nachbarschaft noch gab. Die sind überall wirklich jetzt in den letzten 1-2 Jahren nach und nach alle kaputt gegangen, weil sich die Viecher hier halt verbreitet hatten. Und jetzt kannst du da praktisch einen Haken hintermachen. Ne? Da müssen wir mal gucken, ob man hier was Neues einpflanzt, muss man denn sehen. Ne? Das darf denn meine Nichte da entscheiden. Mir ist das relativ egal, ne? Ob man da jetzt noch irgendwas einpflanzt, muss man denn da gucken. Ne? Aber ja, das Problem ist, festgestellt, es sind doch relativ viele von diesen Buchsbäumchen. Und mit den Wurzeln da zusammen macht das halt auch ein ganz schönes Gesamtpaket. Die kriege ich jetzt alle gar nicht in die Schaufel. Ne? Vor allen Dingen, wenn ich damit dann auch noch fahren will, dann muss das ja auch schon so ein bisschen besser
besser passen, als wenn jetzt nur auf dem Hof da mal gerade 5 Meter vor und zurück fährst. Da muss ich tatsächlich noch ein zweites Mal fahren, aber jetzt, wo sie draußen sind, dann kann man sie auch mit dem Autoanhänger einfach dann abholen, ne, oder was, ne, und auch vor allen Dingen auch zusehen, dass man da ein bisschen mehr die Erde abkriegt, dann lässt sich das Ganze ja auch wesentlich besser transportieren, ne. Naja, so viel dann dazu. Das ist immer das Schöne, wenn du ein dickes Gerät hast. Naja, ansonsten hätten wir uns da, glaube ich, richtig einen abgeschaufelt, um diese Biester da rauszukriegen. Ich wollte es erst auch mit dem Minibagger machen, aber ich glaube, da hätte ich ganz schön gezangelt, ne? Weil das war schon wie gesagt, die saßen ganz schön fest, die Biester. Hätte der Bagger sich ganz schön anstrengen müssen, um die da rauszukriegen. Naja, hier ist geschafft und dann kann es erstmal wieder zurückgehen. A little longer than a few minutes later. Ja, habe ich auf dem Rückweg dann überlegt, was machst du da überhaupt mit, ne? Also, ich werde sie bei mir jetzt einfach erstmal nur hinter die Scheune werfen. Aber am Ende des Tages, ja, kann man das irgendwie so auch zum Wertstoffhof bringen als Grünschnitt? Oder muss dann erst die Erde ab oder so? Da habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung mit. Da muss ich mal gucken, ne? Das ist ja der Vorteil, wenn du so ein bisschen Platz hast, dann schmeißt du die ganzen Plünder hin und kannst dir dann später überlegen, was du da für eine Endlösung für hast, ne? Aber naja, fürs Erste, sind wir erstmal glücklich, dass wir den Kram los sind. Ja, und ich bin glücklich, ich bin wieder auf dem Hof, habe meine Kaffeekanne und kann erstmal eine kleine Kaffeepause machen. Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die hier diese letzten 9 Wochen oder was an traurigen Zeiten hier überwunden haben und trotzdem noch hier dabei sind. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch den Rest des Jahres unterbrechungsfrei weitergeht und wir hier die nächsten Wochen dann mal so richtig loslegen können. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten feierlichen Akt für heute, und zwar das Aufhängen des Baustellenschildes, ja. So wie ich letzte Woche ja bereits sagte, ich habe noch keine klare Aussage bezüglich der, der Baubeginnanzeige, ob jetzt meine ursprüngliche Baubeginnanzeige immer noch Gültigkeit hat. Das heißt, ob ich wirklich heute anfangen dürfte zu bauen, ja, oder ob ich jetzt erst eine neue Baubeginnanzeige stellen muss, die dann wieder halt entsprechende Bearbeitungszeit hat, ne? Weil nur einen Bauantrag genehmigt zu bekommen und eben das Baustellenschild aufzuheben, das reicht halt nicht, ne? Man muss eben auch die Baubeginnanzeige stellen und die ist auch wieder mit Bedingungen verbunden. Das kann also sein, die wird dann auch wieder geprüft, dass du zum Beginn des Baus nochmal irgendwelche Sachen einreichen musst. So, und das, da stehe ich ja gerade immer noch in der Luft tatsächlich, ne? Da ist die nächste Woche ins Land gegangen und schauen wir mal. Aber naja, ich habe ja immerhin jetzt mein Baustellenschild und das werden wir schon mal aufhängen. Und ich habe das erstmal nur so ein bisschen, ich habe jetzt kein Laminiergerät, ich habe das einfach nur in eine Klasifolie gepackt, habe es jetzt hier auf ein Stückchen Holz. Ich wollte erst ein schönes Eichenholz nehmen, aber naja, wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Und ich schätze mal, dass wir es eh noch ein paar Mal ausdrucken müssen, wenn das denn feuchte Schäden kriegt oder was. Ich habe das hier drauf geklebt. Und das werde ich jetzt mal hinten an den Bauzaun zangeln, weil so meine Idee, weil am Haus ist überall so ein bisschen schwierig. Und ich meine, die Voraussetzung ist nur, es muss sichtbar sein, ja, also von der Straße her sichtbar. Und wir sagen, das bauen wir jetzt mal dran. Und dann haben wir hier schon mal so einen offiziellen roten Punkt hier für unsere jetzt hier komplett unter Bauaufsicht gestellte Baustelle. Der ein oder andere Gärtner von euch, der wird jetzt auch erkennen, dass hier vorne im Bild auch noch Buchsbäumchen stehen, die auch nicht mehr so gut aussehen. Ja, auch hier in dieser kleinen Buchsbaumhecke, die hier an dem Grundstück entlang geht, auch hier ist diese Zünslerpest drin. Die könnte ich also auch rausreißen, entsorgen, aber das Problem ist so ein bisschen, dass wenn ich die da rausreiße, man sieht es jetzt da im Hintergrund ja auch sehr schön, wenn ich die jetzt rausreißen würde, dann hätte man wieder relativ freien Eintritt auf das Grundstück. Ja? Und das heißt, wenn ich die rausreiße, dann muss ich auf jeden Fall vorher noch ein paar Bauzaunelemente besorgt haben und auch noch so ein paar von diesen Betonfüßen, weil dann muss ich definitiv den Bauzaun komplett am Grundstück langziehen, weil das wirklich sehr gut klappt, muss ich sagen, ja, mit diesem Bauzaun. Seitdem ich den hier aufgestellt habe, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist, seitdem ist hier noch nicht einmal wieder irgendein Schurke auf der Baustelle gewesen, ja, die wird ja hier 24 Stunden Kamera überwacht und das ist tatsächlich so, seitdem der Bauzaun da steht, fahren die hier vorbei. Also das funktioniert, deswegen muss ich da wirklich drauf achten, dass das auch weiterhin so bleibt. So, jetzt muss ich gucken, jetzt der einfache Plan, wie das immer ist, ne, im Kopf, ja, ich nehme jetzt einfach mal mit dem Teleskoplader den Schotter und schütte den da einfach mal so unter den Kran. So, und was kommt als nächstes? Als nächstes kommt die Physik, ja, die Physik, / die Geometrie. Und die sagt mir dann, Mensch, Junge, also so wird das schon mal nichts, ne. So, wie man sieht, ich komme gar nicht nah genug mit dieser Schaufel an den Kran dran, um den Schotter da überhaupt nur ansatzweise drunter zu verteilen. Ja, das hat im Kopf also irgendwie ein bisschen besser funktioniert als jetzt in der Praxis, wie das ja häufig so ist.
ist. Ne? Und falls jetzt einer fragt, warum ich das überhaupt mache, der Grund ist ganz einfach, den Schotter, den ich da jetzt liegen habe, das ist ja noch ganz schön viel und den brauche ich im Moment nirgends mehr, wer wofür. Und ihr seht ja, der Kran steht ja nun auch schon ein bisschen länger und deswegen wächst er langsam ein und deswegen möchte ich ganz gerne den ganzen Schotter, den ich jetzt noch habe, hier mehr oder weniger unter dem Kran einfach verteilen. Wenn du es auf der Fläche verteilst, dann ist es halt gut verteilt. Und wenn ich mal irgendwann nochmal Schotter bräuchte, spätestens wenn ich den Kran wieder abbaue, und dann hast du hier den Schotter, den du dann halt auch wieder weiterverwenden kannst für andere Sachen wieder. Das steht da, das liegt dann hier und ist ungemischt mit anderen Sachen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich halt irgendwo mit dem Schotter hin muss. Und ich habe ja auch noch geplant, so ein paar Kubikmeter Schotter in entsprechende Säcke einzupacken, um sie an die Seite zu stellen. Aber das ist einfach viel zu viel Schotter. Den kann ich nicht komplett alle in so eine Big Bags packen. Dann bin ich nächste Woche noch beschäftigt, ja, mit Big Bags vollpacken. Und außerdem hattet ihr mir auch schon den Tipp gegeben, dass man die Big Bags auch immer auf eine Palette stellen sollte, ne, falls die mal spröde werden. Und da muss ich natürlich auch dran denken. Ne. Das ist also, deswegen will ich nicht so, ich will jetzt keine 10 Big Bags hier mit Schotter haben, sag mal so. Und deswegen verteile ich den einfach hier unterm Kran, da tut er keinem weh. Und das Ganze sieht dann auch ein bisschen besser aus, weil jetzt natürlich irgendwann mal in den nächsten Wochen, Monaten der Prüfer vorbeikommen muss und diesen Kran da abnehmen und könnt dann sehen, wie ihr wollt, aber ich schätze die Chancen besser ein, wenn das Ganze rundum auch so ein bisschen gepflegter aussieht, dass es eben nicht so aussieht, als würde der Kran da schon 2 Jahre stehen, ohne benutzt worden zu sein. Ja, naja, zum Glück habe ich auch noch meinen Bagger hier, der hilft mir ja auch ein bisschen mit dem Verteilen. Das ist mit dem Schotter immer so ein bisschen einfacher. Und gerade dieses Stück Rasenfläche hier, was ich jetzt hier vorne habe, das will ich auch komplett zuschütten, weil hier wächst einfach nur Unkraut ohne Ende. Das ist aber auch zu eng, um da mit dem Rasenmäher drüber zu fahren. Also da kommst du mit dem Rasenmäher eh nicht hin. Das heißt, du müsstest es immer von Hand irgendwie mit dem Rasentrimmer abschneiden. Und naja, komm, weißt du, wenn du da jetzt einfach 20 cm Schotter rüber ballerst, dann hast du da auch einfach ein paar Sorgen weniger. Ne? So da jetzt so ein bisschen die Idee. Ne? Deswegen verteile ich das hier einfach nur grob, damit ich es halt von dem Haufen los bin. Und der Rest, der dann übrig bleibt, den werde ich dann in Big Bags einsortieren. Und da ist auch noch eine kleine Fun Fact oder Fun Story an der Stelle. Ist natürlich jetzt schon so ein paar Wochen oder sogar Monate her. Da sagt mein Kollege Wolf hier von meinen Sunaru-Kollegen, ne? Dann sagst du, bei mir ist ein Paket angekommen, das ist für dich adressiert. Ich sage, wie ein Paket für mich an deiner Adresse? Wie soll das denn bitte schön gehen? Und da hat tatsächlich ein Zuschauer, der anonym bis jetzt geblieben ist, sag ich mal, ne, weil der hat sich weder bei mir per Mail gemeldet, noch irgendwas angekündigt und so. Das heißt, hier ist einfach ein Paket angekommen. Und da drin waren, oder zwei Pakete mit jeweils einem Gestell für die Big Bags zum Beladen. Das ist natürlich erstmal cool. Auf der anderen Seite eine sehr interessante Frage, wie der es geschafft hat, das Paket an die Adresse von Sunaru zu schicken. Das heißt, der muss ja jetzt ja irgendwie darauf gekommen sein, dass ich was mit Sunaru zu tun habe und hat es dann an die Adresse von der Firma Sunaru geschickt, anstatt an meine Adresse. Ja, also ich habe ja häufiger mal, dass unangekündigt dann hier auf der Baustelle ein Paket ankommt, weil die Adresse steht ja auch im Internet, Impressumspflicht und so weiter. Ja. Das passiert dann hin und wieder mal. Aber dass die bei Sunaru, bei meinem Kollegen Wolf ankommt, das hatten wir bisher noch nicht. Da haben wir was ganz Neues. Das war auch ganz witzig. Also vielleicht kann sich derjenige ja noch melden. Ich werde es euch mal im nächsten Video mal einmal in eine Kamera, vielleicht baue ich sie dann auf und dann werden wir mal einen Big Bag damit befüllen. Vielen Dank natürlich an der Stelle. Ne? Es wäre definitiv nicht nötig gewesen, 2 davon zu schicken, weil ich muss ja hier auch nur einmal vielleicht 3 oder 4 Big Bags voll machen. Das hätte ich auch mit dem Teleskoplader hingekriegt, mit der Palettengabel und so weiter. Ne? Aber naja, ne? Nichtsdestotrotz kann man sowas natürlich immer mal gebrauchen. Ne? Ja, vielleicht hört derjenige ja zu, der edle Spender, der anonyme Spender, der das hier zugeschickt hat. Ja. So, und hier seht ihr, so langsam kommen wir der Sache näher, das Ganze hier unterm Kran, wieder mit meinem Bagger und dem entsprechend mit meinem Kettendumper, damit funktioniert das einfach immer noch am besten. Ja, da kannst du am präzisesten mit arbeiten, kriegst den Schotter überall hin, wo du brauchst. Jetzt kann ich hier ein bisschen was zusammenschieben wieder und man sieht schon, der Haufen ist auf jeden Fall schon mal um einiges kleiner geworden. So langsam sehen wir den dann auch entsprechend Land oder so, wie man sagt.
Ja, Freunde, das war auf jeden Fall heute mal ein maschinenreiches erstes Comeback-Tagebuch oder wie auch immer. Ja, bis auf den Kran habe ich im Prinzip fast alles heute wieder in Bewegung gehabt. War auch gar nicht mal schlecht, ja. Alles läuft wieder. Der Teleskoplader ist ja frisch aus dem Service. Der läuft natürlich wie ein Uhrwerk, ja. Der Bagger, der geht noch in Service. Wie gut, dass ich den diese Woche noch nicht weggebracht habe. Ja, das war nämlich noch eigentlich der Plan. War ich aber zu faul, zu den wegzubringen. Deswegen stand er hier noch, Gott sei Dank. Weil, das hat sich ja doch ein bisschen schwieriger gestaltet, mit den Schotter hier unter den Kran zu kriegen. Ich dachte eigentlich, ja, mit dem Teleskoplader schüttest du das dahin. Aber die Gefahr ist dann doch relativ groß mit so einer Maschine, dass du dann irgendwo gegen den Kran stößt. Und das willst du natürlich auch nicht. Ne? Deswegen habe ich dann lieber wieder mein Dream-Team Bagger und also Mini-Bagger und Kettendamper rausgeholt. Damit geht das natürlich dann schon so ein bisschen einfacher und präziser. Ne? So, jetzt habe ich schon mal die Hälfte von dem Schotter habe ich jetzt vom Hof schon mal weg. Und unterm Kran verteilt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt den Rest in Big Bags abfülle oder ob ich nächstes Mal vielleicht noch so zwei Damperladungen noch unter den Kran drunter schmeiße. Einfach nur, dass das da so ein bisschen weniger wird. Da muss ich mal gucken. Naja, ansonsten, von allem so ein bisschen heute quasi so ein V-Locke-Gulasch. Aber müssen wir mal gucken. Letzten Endes sind es jetzt ja nur noch 2 Wochen bis zum V-Lock 200. Na, das heißt, ich muss Frau Fachwerker jetzt natürlich auch langsam mal Bescheid sagen. Das werden wir mal schauen. Nächste Woche hoffe ich mal, dass dann auch die ganze Geschichte mit der Baugenehmigung endgültig geklärt ist, dass ich dann nächste Woche auch hier wieder anfangen kann. Und ich warte auch auf Rückmeldung vom Zimmermeister, dass wir dann idealerweise auch genauso zeitnah hier an unserem Fachwerk weitermachen. Aber das wird sich jetzt in der nächsten Woche alles so zeigen. Für heute war es das. Erstmal so ein kleiner Einstieg mal wieder. Wir fangen mal vorsichtig an mit unseren V-Logs. Und ich danke euch natürlich trotzdem an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, haut das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.